Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und wir sind jetzt wieder in Groß-Quassow am Wobletsee campen. Das ist unsere Bude hier. Ja, da drin haben wir noch zwei andere Dudes, die hier auch noch mit am Start sind. Ja, ihr seht schon, das lockerflockige Outfit ist bereit. Und ja, am besten zeige ich euch mal die kleine Bude, in der wir jetzt untergekommen sind hier. So. Jungs, ich hoffe, ihr seid nackig. Nee, hier ist eine Kamera, ja? So, Vorsicht. So, oh Gott, Alter. Ich komme hier nicht. Hallo. Hallo. Na jetzt? Ich komme nicht durch. Warte mal, warte mal. So. Passt das? Ja, passt. Haben wir hier jemanden auf dem Klo? Nee. So, also, ja, eigentlich kennt ihr das schon an die Leute, die das hier schon mal gesehen haben, das ganze Prozedere, ja? Klo, da haben wir einen Sally. Moin. Hier mit dem fetten Bett. Was ist hier drinne? Du Scheiße! Nee, da machen wir lieber schnell zu die Tür. Nee, so was wollen wir nicht sehen. Ja, ansonsten hier ganz, ganz auf ganz entspannter Basis. Hier haben wir hier die große Casting-Couch für heute Abend, wer vorbeikommen will, ja. Und ansonsten so sieht das Ganze aus hier im Schneckenhaus, ne? Was sagt ihr dazu? Ist kalt heute, ne? Ja. Ja. Ist so kalt, dass ich schon schwitze. Zittere. Es ist so kalt, dass ich zittere. Da ist oben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch drin übernachten kann. Da ist Bruno. Moin. Servus. Ja, ansonsten lassen wir uns das gut gehen hier. Wir wollen jetzt gleich runter zum Planschen. Und ja, da nehmen wir euch mit. Wir sind heute hier gerade angekommen am Freitag. Wir sind erst dabei, die ganzen Sachen hier erstmal auszupacken und so. Ja, die sind schon weg. Die. Achso, was noch ganz interessant wäre vielleicht hier. Der Inhalt des Kühlschranks ist vielleicht noch ganz wichtig zu zeigen. So muss das nämlich aussehen hier. Ja. Ja, Großteil. Großteil ist natürlich hier ja, Kaltgetränke hier, ein bisschen zum Erfrischen. Denn wir wollen ja nicht dehydrieren, deswegen ist auch immer, so haben wir auch immer genug zum Trinken hier am Start. Es ist motherfucking warm, wirklich ohne Scheiß. Ich glaube, wir haben hier 30 Grad oder so in der Bude, ist noch wärmer. Und ja, keine Ahnung, deswegen gehen wir jetzt erstmal runter zum Planschen. Wie gesagt, heute ist Anreisetag, morgen kommt dann noch irgendwann der Sergio noch irgendwann dazu. Der wollte uns noch besuchen, bis dahin. Ja, lassen wir uns das erstmal gut gehen hier, ne? Oh, Tischkante! Oh. Hä? Du auch hier? Ich bin auch da. Ich bin der Uwe, ich bin Uwe dabei. So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Wasser. To the water. Man steppt da runter, weil es einfach 10.131 Grad hat. Und ein paar zerquetschte. Und ja. Also vloggen kann ich. So Freunde, wir sind jetzt auf der Mission, denn wir haben ein ganz großes Problem. Wir sind jetzt gerade vom See runter wieder hochgekommen und ja, haben uns jetzt ein bisschen abgekühlt. Das Problem ist jetzt aber, wir haben alles mitgenommen bzw. gekauft. Grillkohle, Grillanzünder, Fleisch. Und uns fehlt jetzt noch der Grill. Ja. Und manchmal ist es so, dass ja an den Häusern irgendwo noch ein Dreibein, und damit ist jetzt nicht mein Genitalbereich gemeint, noch irgendwo rumsteht. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall auf die Suche danach gehen, dass wir den jetzt auch irgendwie finden, sonst können wir heute nicht grillen. Entschuldigung, hallo. Wisst ihr, ob da noch jemand drin wohnt irgendwie? Nee? Weil manche lassen nämlich ihren Grill immer stehen und wir haben leider keinen dabei. Ach so, also Licht ist aber so eine an, ne? Kick mal, sonst kannst du mal drin leuchten. Ach so, ja, weil ich jetzt oh, auch kein Auto gesehen habe. Ich denke, das ja. Also, man müsste ja hinkicken, wenn das gesehen wäre. Sieht ziemlich akkurat aus, ne? Das sieht nicht so aus, als ob da jemand drin wäre. Das wäre nämlich super. Halt irgendwie das Haar, sag ich, du hast ihn. Ja, wir sind ein paar Häuser weiter. Hier sind die noch einfach. Ja? Dankeschön. Der sieht auch schon benutzt aus. Ja, ich denke mal, du hast gesehen, dass ich nur noch hier ein bisschen holst. Ja, so machen wir das nämlich auch jedes Jahr, aber ja. Ja. Das ist super. Warum will ich es gar nicht? Ja, guck mal, kommt der drin. Ja, der wird geklaut jetzt einfach. Schönen Urlaub euch noch, ne? Ja. Ich wünsche euch was. Ja, Leute. Und so einfach geht das. So besorgt man sich hier einen Grill, wenn man keinen hat. Ja, ganz easy, ganz einfach. Bin gespannt, was die Jungs jetzt dazu sagen. Hallo Grill! Wie er glücklich ist!
Ich bring Beute nach Hause. Ja, wer macht das Blech sauber? Bitte? Ich hab das besorgt. Ihr seid dran hier mit. Ich hab's mir gerade besorgt. Ich hab's mir auch gerade besorgt. Ja, perfekt. Nee, aber so einfach funktioniert's, ja. Einfach nur mal ein bisschen gestöbert und. Ja. Und in 5 Minuten kommt der Besitzer zurück und so viel. Ich hab damit nichts zu tun. So, nachdem die Mission Grill holen erfolgreich verlaufen ist, haben wir das nächste Problem gehabt, und zwar, da wir drei Nichtraucher sind. Ja, der gute Kollege hat vor, wann hast du aufgehört? 2 Monate. Vor 2 Monaten kein Feuerzeug gehabt. Das heißt, wir mussten uns nicht nur den Grill joinken, sondern mussten auch bei den Nachbarn nach diesem wunderschönen Feuerzeug fragen. Vielen lieben Dank dafür. Ey, unser Grillbesteck. Wir haben... Wir haben wir nicht. Wir haben einfach, wir sind hier mit nichts gekommen und gehen mit allem. So Leute, ich weiß jetzt nicht, ob man mich sieht. Aber ja, wir sind jetzt auf die grandiose Idee gekommen, uns jetzt hier einfach mal an den Straßenrand hinzusetzen. Ja. Absolut genialer Einfall mal wieder. Keine Ahnung warum. Ich fand es irgendwie gemütlich. Und ja, wir machen uns das hier jetzt auch vor der Bude auf jeden Fall gemütlich. Top. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Tag 2 ist angebrochen am Samstag. Wir wollten gerade hier ein bisschen morgendlich uns frisch machen hier im See. Ich wollte ein bisschen filmen, aber da ist so viel Betrieb. Lasse ich das jetzt sein, Alter. Ja, das ist mir auch nichts. Da geniere ich mich auch ein bisschen vor irgendwo. Da, ne? Ist ja auch ein Stück weit Privatsphäre. Naja, auf jeden Fall, so sieht das hier aus. Ihr kennt das ja auch aus den anderen Vlogs. Und ja, wir lassen uns das jetzt gut gehen. So Leute, jetzt mal aus einer anderen Perspektive hier. Hä? Stefan? Ja? Warum ist das hier so warm? Kannst du mir das erklären? Weil wir hier drin sind. Ich glaube, du hast gestrullert. Ich hätte jetzt feiner gesagt, ich war's. Ja, komm hoch auf unsere kleine Insel hier. Hier wird übrigens die 2. Staffel für Seven vs. Wild gedreht, ja. Auf einer tropischen kleinen Insel. Wir machen hier schon mal ein bisschen Probe. Da müssen wir auch gut gewappnet sein. Geil. Das ist nice. Sehr nice. Das ist ein Model. Ich weiß es nicht. Naja, den Eumel hier. Gehst du gerade unter? Ja. Warte mal. Ja. Bleib mal stehen. Nee. Ich will mich auf deine Schulter stellen. Komm. Nee. Ich will mich auf deine Schulter. Komm, aber jetzt habt ihr mal nicht so hier. Ich will richtig schön Frühstück essen, Digga. Hab ich richtig Bock drauf. Jetzt wird sie erstmal ein richtig schönes Frühstück zusammengezwirbelt hier. Obwohl, so seid ihr Jungs. Aber ja, die sind eklig. Du bist eklig. Das ist ja nur jetzt erstmal für heute, ne? Genau, morgen holen wir nochmal 9 Brötchen. Jetzt habe ich 3. Mach 4. Alter. Für dich? Ja. So Leute, unsere Ausbeute fürs Frühstück. Ja, an unseren schönen großen Tisch, der nur uns gehört. Hier. Ja, das ist für später. Ansonsten viele Nachspeisen drin. Ja. Mein Review zum Frühstück. Ja. Spielst du eigentlich jetzt? So Leute, Digga, das muss voll dumm kommen, Alter. Ja Leute, auch bei mir im Vlog, herzlich willkommen. Ja, der Sergio hat eingefunden mit Freundin und wir erkunden jetzt hier so ein bisschen die Gegend. Ja. Und bin gespannt, was der Tag uns noch erwartet. Hier, ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, dass du hergekommen bist. Ich freue mich auch. Alles sehr spontan und vor allen Dingen schnelle Entwicklung, sag ich mal. Und ja, deswegen zuerst gehen wir jetzt mal ans
Wasser. Ich hoffe, du hast noch später deine Badehose mit am Start. Ich habe auch noch eine. Da sehe ich dich drinnen mit einer schönen fetten Arschbombe. Und dann kannst du da so eine richtig schöne Explosion in dein Video rein editieren. Ja, und so. Kann ich ne? machen. Das also wir sind jetzt hier gerade wieder am See. Da sind wir heute Morgen schon reingejumpt hier. Da habt ihr ja ein paar Wasseraufnahmen schon gesehen. Und ich hoffe mal, dass das auch einigermaßen alles so rüberkommt auf der Camp. Was haben sie gesagt? Hä? Nein? Nee, ich habe gerade mit mir selbst geredet. Tut mir leid. Also. Ich bin zu gern ins Gesicht. Ja, und die nächste Station, denke ich mal, wird dann... Oha. Wird denn das Tippi-Zelt werden? Sag das nochmal. Die nächste Station wird denn das Tippi-Zelt werden, wo wir jetzt hinfahren, hingehen. Mit dem Fußbus, deswegen fahren wir. Ja. nochmal gerettet, nochmal gesaved. Ja, und dann werden wir uns da mal ein bisschen umschauen. Da sind aber sehr viele Mücken. Kann ich dir schon mal gleich sagen. Telemark. Ja. Gut, dann werden wir uns wohl oder übel gleich da sehen. Dann kommt jetzt hier irgend so ein wilder Cut. Ja, Explosion. Bei mir kommt kein wilder Cut. Ja, Leute, es ist verdammt schwierig, hier zwei Vlogs gleichzeitig zu filmen, sag ich mal. Aber wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg zum Tippi-Zelt. Und unterwegs kommen wir hier noch an so einem kleinen Kletterwald vorbei. Der Waldseilgarten und ja, da habe ich mal tatsächlich, es gibt hier so verschiedene Routen, ich weiß nicht, wer das mal öfter gemacht hat, der kennt das vielleicht, von blau zu rot zu schwarzer, zu der schwarzen Route und je nachdem ist dann halt eben der Schwierigkeitsgrad so ein bisschen verändert. Und die schwarze Route, man sieht da zum Beispiel ganz hinten, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera jetzt bei mir auch so sieht, so ein kleines Fahrrad, wo man dann halt so rüber cyclen muss. Das war bei mir damals nicht, der wurde jetzt auch mittlerweile schon erweitert. Und ich hatte damals die schwarze Route genommen und das schwierigste Hindernis war damals gewesen, das waren so Äste, die so, keine Ahnung, da musste man sich quasi so ein bisschen dran hochhangeln. Die waren so circa von der Größe her, ja, so groß wie wir, so 1,80 auseinander. Und da musste man von dem einen zu den anderen hoch und sich da hochziehen, draufklettern, dann zum nächsten. Und dann ist man irgendwann oben angekommen. Und ja, als Belohnung konnte man dann quasi, ich glaube, das ist hier ganz links an der Seite, konnte man dann so runterjumpen und dann quasi mit so einem Seil dann bis ins Ziel reinfahren, so zum Abschluss. Aber das war schon sehr cool und eine schöne Erfahrung. Also ich bin ja sowieso ein bisschen sportlich aktiv, sag ich mal, und das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Ja, Leute, aus irgendeinem Grund wollte ich auf diesen Baumstumpf klettern, um eine bessere Übersicht zu haben, aber das stellte sich leider als nicht so intelligent heraus. Okay, ich dachte, der ist fest. Wäre so fürs Intro, weißt du? So übelst... da sind die, guck mal, da. Da sind die Dinger, die ich meine, wo die gerade klettern. Ah. Da hinten. Ja. Und da siehst du auch, wie weit die auseinander sind. So, ne? Und guck mal, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und da ganz nach ganz oben musst du dann dahin. Ja, krass. Und dann auf diese nächste Plattform dann rüber jumpen. Ja, Leute, wir sind jetzt genau hier am Tippi-Dorf. Ja. Hier hat sich auch ein bisschen was verändert, so wie ich sehe. Und zwar war über diesen Stelzen, sag ich mal hier, diese Holz. Balken war auch immer so eine kleine Plane gelegt worden, sodass man darunter quasi chillen konnte und man nicht gesehen worden ist, so wie bei den Tippis da. Und da hinten ist auch noch eins ohne. Und ja, wie gesagt, damals waren wir hier regelmäßig eigentlich gewesen und haben auch hier unter diesem Tippi, wo noch eine Plane damals war, auch Feuer gemacht. Ob das so ganz legal gewesen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile verjährt, also auch alles cool. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, damals hier so ein bisschen, ja ein bisschen Indianer zu spielen hier auch mal. So am Marterpfahl. So, hier haben wir den Marterpfahl, da hängen wir gleich den Sergio dran. So. Ja, bin auf dem Weg. Moin. Ja. Ja, wie gesagt, das ist halt eben nur so ein kleines Nebentippi. Ja. Aber kannst du dir vorstellen, da waren halt auch überall so Bänke und wenn man hier in der Mitte ein bisschen Feuer macht, da oben hast du ja auch so eine kleine Abzugshaube, so, ne, falls mal die Rauchentwicklung zu doll sein sollte oder so. Und dann ist das schon sehr entspannt hier abends. Tatsächlich. Das sieht sehr, sehr gut aus auf der Kamera, muss ich zugeben. Dann hat deine Kamera irgendeinen Schaden. Ja! Ich hab's dir gesagt, wir sind hier mitten im Wald, ne? Deswegen, da ist Mücken-Action hier. Ja. Ah, das ist natürlich nicht so schlimm. Jetzt mal raus, Luca, hier.
Ja, wart ihr schon mal in einem Tipi? Das ist eigentlich immer so ein Kindheitstraum. Schreibt's doch mal in die Kommentare, ja? Das war tatsächlich immer so ein Kindheitstraum, wenn man Indianer gespielt hat, dass man so ein eigenes Tipi hat im Garten oder so. Ja, Freunde, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall auch den Vlog von dem guten Sergio. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Macht ihr mal ein Bier auf. Wir haben es ja jetzt 11 Uhr morgens. Wir sind jetzt auf der Heimfahrt, ja. Kleines Auto nochmal zum Schluss hier. Ja. Was sagen Sie zu der aktuellen Wetterlage? Ja, ist schön Sommer, ne? Sonnig und angenehm. Ja. Hey, und, aber ja, also, wie gesagt, wir haben jetzt nicht. Und also, ist ein bisschen windig auch. Der Himmel ist auch schön. Der Himmel brennt auch. Ich habe gehört, dass die Engel fliegen. Das ist schön bewölkt. Also nicht so viel bewölkt, sondern so ein richtig schönes Sommerbild, was hier abgegeben wird. Ja. Was ich nur noch mal sagen wollte, ist, ja, ich habe jetzt. Pauschalen sind, glaube ich, ein bisschen hoch. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich habe jetzt am Wochenende nicht ganz so viel gedreht. Das lag daran, weil ich halt ein bisschen mehr Freizeit mit den. Ja, gut, eigentlich hätte ich auch mehr drehen können an der Stelle. Ja. Nee, aber das, weil ich auch einfach ein bisschen Zeit für mich nutzen wollte und so. Man hat nur einmal im Leben Urlaub, beziehungsweise ich nur einmal im Jahr oder so. Deswegen, hoffe, ihr ist verständlich, dass man da ein bisschen mehr Zeit für sich dann in Anspruch nehmen möchte. Und ja, bis dahin würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.